Hallo du, ich zeige jetzt, wenn man bei der Seite Y den Dampf-Heißwasser-Regelungsventil mit, also den Regler, austauschen tut. Am günstigsten habe ich den gefunden um 27,74 bei contra.de. So schaut das da raus. Die Anzeichen, dass es nicht funktioniert, dass das Ventil zum Tauschen ist, ist, wenn aus der Düse heißes Wasser rauskommt, wenn ihr aber auf Kaffee drückt, nur ein paar Tröpfchen rauskommen und sonst eben nichts. Und da hilft auch Entkalken nichts mehr, weil eben das Ventil bereits schon so voll ist, dass es nur in einer Richtung aufgeht und da wird es ja nichts anbrennen, dass es eben gesäubert wird, da das Wasser den geringsten Widerstand nimmt und immer durch die Düse geht. Ihr könnt den ausbauen, versuchen zu reinigen, wenn das Ventil aber alt ist. Da ist dann dieses Plastik so defekt, wenn man das da rausbauen möchte. Wenn man das da rausbauen möchte, bricht dann das Äußere, ist mir nämlich passiert. Und da könnt ihr es dann komplett vergessen. Hier oben sind drei Schrauben. Das tue ich vom Alten, ist runtergeflogen. Und das war's dann. Ich habe es zwar versucht zu picken, hat eine Zeit lang gehalten, doch dann war die Maschine undicht und habe da diesen Behälter ständig voll mit Wasser gefüllt, auch wenn ich sie nicht benutzt habe. Somit ist mir nichts anderes übergeblieben, als das Ventil zu besorgen. Das Ventil steht hier, so, und das ist dann die Düse, was da drauf geschraubt wird. Ich habe schon bereits ein Video gemacht davon, nur leider, da war die Maschine komplett im eingebauten Zustand. Kann man es vielleicht nicht so gut sehen. Das sind die Überreste vom Ventil. Mehr ist da nicht übergeblieben. So sieht das Ganze aus, wenn es kaputt ist. So, und jetzt, da wo ihr eine Schraube seht, aufmachen. Wir müssen jetzt das weg, das auch rausnehmen. Seine. So, jetzt wenn man die drei Schrauben da offen hat, kann man das obere Teil rausnehmen. Das ist das zum Einstellen vom Kaffee. Da diesen Gummi rausnehmen. Und dann kann man da vorsichtig noch. Dann kann man dann die Tür rausziehen. So. So, jetzt müssen wir dieses Teil so nach außen aufklappen, das da in die Richtung. Und dann kann man dann den Knopf freilegen. Die zwei Schrauben kann man auch aufmachen. Hier ist eine und da ist eine. Dann drückt man dann den Knopf nach vorne. Und dann müssen wir eben die Brühenheizsektion und die da seitlich rausnehmen. Damit man dann zu diesem Verteilerventil dazu kommt. Hier haben wir Sicherung. Dann geht dann das Ganze raus.
kurz anziehen, das ist auf zwei Nasen. Diese Halterung und dann kommt dann das Rädchen, was da davor steht. Und dann haben wir das Teil schon. Und das auf die Seite legen. Jetzt sieht man schon langsam das Ventil vor. Dazu müssten wir jetzt das Warmwasser aufmachen. Da geht es dann weiter. Dann haben wir zwei Schrauben. Auf der unteren Seite gibt es da auch welche. Um die Sektion vom Boiler wegzubewegen, ist da unten eine. Und da war noch irgendwo eine. Okay, genau. Dann müssen wir eigentlich zuerst das Oberteil rausnehmen, dann gucken wir zu der Sektion. Wo ist da die letzte Schraube? Jetzt sehe ich, wo die Schraube ist. Jetzt zeige ich es euch mal. Hier. Hier drin. Da ist. Jetzt müsste das ganze Teil gehen. Ja. Jetzt funktioniert das Ganze. So, nicht vergessen, das geht da durchs Loch, wenn ein Bauwerk habt ihr da Problem. So, und jetzt nehmen wir das da. Wenn alles gut geht, seitlich hinlegen. Jetzt haben wir das Ganze mit dem Bohren durch die Gegend. So. Ganz ohne frei. Lass uns jetzt mal so hin. So, jetzt ist die Einheit hier. Das nehmen wir gleich raus. So. Hier drin ist noch eine Schraube für die Boiler-Einheit. Jetzt kann man die nach vor und dann seitlich stellen. Jetzt ist die Boiler-Einheit weg, entfernt. Jetzt kommen wir schon langsam zum Problemfreund. Bevor wir da weitermachen, mache ich zuerst mal die Düsen drauf, wenn das Ganze fix ist, weil die möchte ich auf jeden Fall nicht benutzen. Denn ich habe mir keine, schön gekauft. Deswegen versuche ich die mal zu brauchen. Zwei Schrauben hier. Die sehen etwas anders als die anderen. Der Kopf ist anders. Okay. So, da hätten wir das Ganze mal in der Hand. So, jetzt sieht man das mal draußen. Also kann ich es so lassen, da ich es aufbereitet habe, kann ich es rausnehmen. Dann werde ich es wahrscheinlich auch zusammenbringen, wieder reinzugeben. So. Jetzt breiten wir die andere auch auf. Die ist gleich aufgegangen. Okay. Nehmen wir das Ganze raus. Dann muss man die noch vorbereiten, damit es leichter zugeht. So. Und da hätten wir jetzt das betreffende Teilchen. Ne? Und das Problem, was wir jetzt da haben, ist, dass sich das da so verkalkt. Ich habe es im anderen Video auf jeden Fall auch gezeigt, dass sich das so verkalkt, dass die eine Seite überhaupt nicht mehr geht. Und dann ist vorbei. Jetzt ist rausgeflogen. Und das ist dieses kleine Ventilchen mit dem Gummi. Und
Das verstopft dann so stark hier drinnen, dass da überhaupt nichts mehr geht. Da bleibt einfach Kalk drin. Das bleibt dann so zu, verkalkt. Und das ist die Düse für den Kaffee. Und da funktioniert überhaupt nichts mehr und dann geht das nur durch die Düse zum Tee. Also durch diese Düse geht es dann zum Teewasser. Von da hinten kommt es vom Boiler. Wird dann durch das Drehen umgeleitet, entweder darunter zum Kaffee oder direkt zum Heißwasserventil. Und deswegen bei den Maschinen geht meistens das Heißwasser und da unten tropft es gerade mal oder gar nicht mehr, weil eben das da komplett zu ist. Ich habe es versucht zuerst zu reinigen, aber das ist sofort abgebrochen. Also das hat sich in Teilen zerlegt, weil das eben alt ist und das Plastik porös wird. Deswegen das Neue und dann wird alles passen. Na gut, dann machen wir weiter. Gut, da das Video schon elends lang wird, den Zusammenbau lassen wir heute aus. Ich denke mal, jetzt werde ich das zusammenbringen, da ich es jetzt zerlegt habe. Ich mache jetzt eine Pause, dann baue ich das alles ein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, ich habe die Schläuche wieder reingebracht. Ich habe das Ganze noch mit Fett versetzt. Und immer später leichter mit der Düse. Gut, dann machen wir. Ist. Jetzt eins nach dem anderen wieder, ne? In die Schienen rein und hineingleiten lassen und dann schon. Drinnen ist die Schraube da unten. Aber bevor ich das Dach zumache, muss auf jeden Fall, dürft ihr ja nicht vergessen, das ist mir schon beim ersten Mal passiert, diese Düse rein. So, das ist die Kaffee-Auslaufdüse. Das geht auf jeden Fall da rein. Okay. So, das ist jetzt zu. Da hinten ist noch eine Schraube für diese Sektion. Das ist drin, Boiler ist drin. Okay. Bringen wir das dann wieder zurück zu seinem Platz. Das muss da durchs Loch. Nicht vergessen. So, die Sektion ist oben. Schrauben es wieder an. Zwei Schrauben hier. So, dann die eine Schraube dahinter, die ich lang gesucht habe. Die ist hier drin. Ihr könnt sie gar nicht übersehen. So. Natürlich die Abdeckung und der Stecker. So, die eine ist drin. So. Jetzt kommt das wieder rein. Eins nach dem anderen geht es nicht, das muss
die Platte mit dem Rad hinein, sonst geht es nicht ganz aus. Dann mal anschrauben. Hier, hier. So. Das funktioniert gut. Und jetzt noch mit an die Hülle und die Sache ist fertig. Machen wir Pause wieder. Die Kaffeemaschine ist wieder in einem Stück. Das ist jetzt einmal leer. Können wir gleich testen, wie viel im Behälter bleibt. Was ist drin? Ja, pumpt sich auf. Wo bleibt das Wasser? Da ist es schon. Schaut gut aus. Bringt auch viel mehr Wasser rein. Obwohl sie eigentlich zu weniger drin gehabt hat und sich entlüften hat müssen. Oder drücken wir mal schauen, was passiert. Die Crema sieht eigentlich sehr gut aus. Die Crema ist gut. Und die Einstellung, was ich da davor gemacht habe, war eigentlich recht super. Schauen wir jetzt, wie viel da im Wasser drinnen ist. Dass das ausschaut. Man sieht es nicht gut. Spätig. Jetzt das. Sind schon Wasser ausgelaufen. Sehr gut. Davor war das so, dass die Düse getropft hat. Obwohl er keinen Kaffee macht, hat sie leise da vor sich hingetropft. Ja, gut, sonst ist eigentlich. Macht man. Machen wir noch einen. Magst du einen Kaffee? Probieren.
Es war deswegen so viel Wasser drin, weil es sich gespült hat, das erste Mal. Aber jetzt ist nur der Boden nass und das ist schon in Ordnung. Das ist schon normal für die Seiko. Sehr gut. Dann haben wir es geschafft. Das Ding läuft. Kriegen wir gut. Da ist immer noch welche drauf. Perfekt. Dann danke euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch melden. Gut. Baba.